So, hallihallo, wir sind wieder da. Es wird Ja. der 24. Tag im Frühling gleich werden. Der Wardrock ist wieder da. Ja, huhu. Und ich bin auch wieder da und wir spielen Was einfach spielen wir weiter. denn? Was spielen wir denn? 24. Tag im Frühling, wir spielen Stardew Valley Multiplayer. Yay. Schön, dass du nicht aufpasst, was wir spielen. Hast du So. mein hast, hast du mein, mein meine Tasse zurückgebracht? Deine Tasse? Ja. Welche Die Tasse? Tasse, die ich vor deinem Ja. Habe ich. Ich wollte schon sagen. Warte mal. Nicht alles einsammeln, ich will auch was einsammeln. Muss mal alles da reinschmeißen, mein Inventar war voll. Ich will meine Skill nach oben ziehen. Ich auch. Die Hälfte gehört mir. Die Bohnen So. kannst du noch ernten. Hä? Die Bohnen kannst du noch ernten. Ja, die sind ja für den Farming Skill. Stimmt, den mache ich. Haben wir dort eine Ancient Fruit? Ja, wir haben noch eine Ancient Fruit. Ah, mein Inventar ist schon wieder voll. Können wir Dann. also diesmal alles verkaufen oder? Behalt mal die wilden Meerrettich ohne Qualität, behalt die mal. Warte Das können mal. wir eigentlich verkaufen, oder? Gucken, ob das hiermit auch geht. Nee, damit geht das nicht. Nee, Frühjahrsfrüchte, Bohne. So. Brief lesen. Ich habe ein paar neue Gegenstände auf Lager. Eine Luxusangel und Köder, die du daran anbringen kannst. Du kannst Köder nutzen, damit Fische schneller anbeißen. Hoffentlich sehe ich dich bald. So. Genau. Suki, ich habe das noch nie probiert. Ich Ich habe noch mach nie das Köder gleich selbst mal. gebaut. So, wilder Meerrettich ohne Qualität soll immer behalten, hast du gesagt? Ja, da können wir nämlich wieder die Samen rausholen, dann die Saaten. Mit dem Seedmaker dann, oder wie? Ja, Okay. das sind zwar nicht so viele, die da rauskommen, aber immerhin welche. Ja. Das können wir, glaube ich, verkaufen, oder? Lauch sollten wir auch aufheben. In allen Qualitätsstufen, weil Lauch erstens gut ist für George und zweitens super gut der Energie bringt. Ups. So, wie haben wir den 24. Wollen wir noch. Heute können wir sowieso nichts kaufen. Weil Mittwoch ist, ja. Naja, weil heute Blumentanz ist. Da ist zu. Da können wir auch gleich hingehen. Ne, das wäre nicht zu, weil er ist nicht in der Stadt, aber. So, die packen wir da rein. Oh, wir können bald zum Dorf, wenn wir das wollen. So, ich mache noch ganz schnell Bait. That's not debatable. So, 65 Köder habe ich gemacht. Ja, haut ihn einfach in die Angelkiste rein, ich hol mir den ab. Ja, also ich pack den unten in die Kiste. Oder so. Da kannst du ihn holen. So, ja, nehme ich an. Yay, du Dankeschön. hast ein Brot gekriegt. Jetzt habe ich auch noch ein Brot. Huch! Achso, ja, man wird gleich hier gerne gesetzt. Suki, das ist voll die gute Idee. Du bist doch sowieso hier immer die, die alles machen soll und muss. Du könntest doch einfach mal mitspielen und dann kannst du einfach in die Minen gehen und nur Fliegen töten. Blumenfassrezept, das hätte ich gerne. Schade, dass wir nicht das Geld dafür haben. Oh. Nächstes Jahr. Du könntest den Löwenzahn kaufen. Ach doch, wir hätten das Geld dafür, aber. Nee. Wir brauchen das Geld. Eben, deswegen. Ich mag das Blumenfass tatsächlich. Oh Gott, die Musik ist super. Wartrag bitten, mit dir zu tanzen? Ja, ich will. Ich weiß nicht, ob ich mit dir tanzen möchte, Nächstes aber Jahr können wir okay. dann mit anderen Leuten tanzen. Okay. Da bin ich der Mann und du bist die Frau, okay? Wetten, dass es so chauvinistisch ist, dass du jetzt bei den Damen mittanzt, weil ich dich gefragt habe und nicht du mich? Habe ich da auch ein hübsches Kleid an? Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Nun, sollen wir jetzt mit dem Tanz anfangen? Ja, lass uns anfangen. Oha. Ja, wenn du. Ja, du könntest dann noch mit Marvi tanzen, aber du bräuchtest halt die PC-Version. Ich bin die Frau. Ja. Yay! Du hast lange Haare. Wuhu. Bam, 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 bam. Bam. Badam, bam, bam. Guck mal, ich tanze anders als die anderen. Ja, das ist aber so richtig. Das war dann Alter, eigentlich dein macht Einstieg. mein Charakter gerade den Hitlergruß?
Er freut sich total. Und jetzt mach ich Squats. Warum tust du das? Das ist gruselig. Wow. Dieses Event ist halt so sinnvoll, also wirklich. Es ist halt. Ich finde übrigens, sie könnten die Reihe ruhig vergrößern. Also, erstens finde ich, dass sie den Platz dort hinten generell mehr nutzen sollten, auch für wenn kein Event ist. Es war sehr schön. Alter. Geh nach Hause. Aber ich dachte, es wäre was Besonderes. Tja. Das mit dem Denken, da solltest Sammeln du Stufe 4. Das mit dem Denken, da solltest du nochmal drüber nachdenken. Übrigens, unsere Sammeldings hat uns einfach mal 2800 gebracht. Der Lauch bringt super viel Geld. Du Lauch. Und das finde ich super. Wow. Was denn? Alles gut. So. Weil der gestrige Tag Grünschnabel, 15.000 haben wir jetzt gemacht. Ah. Morgen wird's regnen. Sehr gut. Dann werde ich morgen die Fische zusammen sammeln. Ich habe mal Erdbeeren geerntet. Jojo. Die Erdbeeren behalten wir jetzt erstmal alle, ne? Ja, ja. Also wenn du willst, kannst du Dinge machen. Ich kann ja gießen. Ich weiß nicht, was für Dinge ich machen sollte. Ich werde wahrscheinlich noch mehr Holz hacken gehen, um meinen Sammelskill weiter hochzutreiben. Mach das und ich gehe in die Mine Fische suchen. Die Erdbeeren behalten wir alle, weil, was ist das? Die behalten wir, damit wir dann raus Seeds machen können. Genau, ja, 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 ja. Seedmaker bekommen wir mit dem Farming Skill 5, glaube ich, oder so. Die Frage ist, wann kriegen wir die Flower Pots? Das wäre ziemlich cool. Die kriegen wir erst, ich nehme an, die kriegen wir erst im Endgame oder so, weil die bringt uns ja Evelyn das Rezept dafür. Oder wenn wir mit Evelyn gut genug befreundet sind. Das kann auch sein. Ich habe sie damals von Evelyn bekommen. Ich glaube, ich wurde gerade eigentlich mein Baguette in die Hand gedrückt. Das war dumm. Das habe ich aus dem Müll geholt. Naja, hat sich gefreut, alles gut. Naja, ich gehe mir nochmal die Dings holen. Wie heißen sie? Die Frühlingszwiebeln. Ja, das kann Marfi machen. Was? Der alten Dame schöne Augen. Was? Ich kann das nicht. Er kann ihr Fische ins Gesicht hauen. Das kann ich. Ich möchte gerne anmelden, dass. Alte Dame kriegen alte Fische. Ich möchte gerne anmelden, dass ich meine Axt weiter aufbessern möchte. Ja, aber wir brauchen das Geld ja erstmal für anderes Zeug. So, ich muss mal ganz kurz an die Tür. Bin gleich wieder da. Ja, ich angle währenddessen weiter. Ich habe schon einen Glasfels gefangen. Immerhin. Der bringt irgendwie 75. Das ist nicht wirklich viel. Aber okay. Ich will eigentlich Steinfische haben. So. Die bringen mehr Geld. Ich hab's wieder da. Und noch ein Glasfisch. Was machen eigentlich indische Glasfelser bei uns in der Höhle hier? Keine Ahnung. Niemand sagt, dass das Spiel nicht in Indien spielt. Das stimmt schon, aber... Okay, wir schlachten auch keine Kühe. Eben, hast du schon mal eine Kuh geschlachtet in Indien? Nee. Wir machen das auch nicht. Also ich persönlich habe noch keine in Indien geschlachtet. Was aber hauptsächlich daran liegt, dass du keine Kühe schlachtest und nicht daran, dass du noch nicht in Indien warst, ne? Richtig. Gut. Bäume fällen. Ich habe nie ganz verstanden, warum... falsche Richtung. Warum hier unten einfach zwei Baumstämme stehen, mit denen man nicht interagieren kann. Die stehen einfach da. Man kann sie nicht weghacken, man kann nichts damit anfangen. Vielleicht ist das alles im größeren Plan oder so und wir können das einfach noch nicht verstehen. Die stehen unter Naturschutz, Mensch. Das ist ein Weltkulturerbe. Wenn wir die kaputt machen würden, dann würden sie unter Naturschutz stehen.
Der stellt da einfach nur so Baumstämme in, als Deko in die Gegend. Die UNESCO, Mensch. Nee, das macht die nicht. That's not the way how the UNESCO works. Ich esse jetzt Frühlingszwiebeln. Einfach so. Lass dir schmecken. Mach ich. Wenn wir die indischen Glaswälse, die ich hier fange, klein schneiden, dann kriegen wir daraus Glasnudeln. Die können wir dann essen. Nee, das glaube ich nicht. Sind die nicht sonst aus Reis? Wow, der Steinfisch sieht ja wirklich aus wie ein Stein. Wie ein Ziegelstein, die Form hat er. Ja eben, das ist ja der Witz an der Geschichte. Wow. Bei mir riecht es super lecker in der Wohnung, weil ich heute Robinienblüten frittiert habe mit Teigmandel. Das hört sich gut an. Ja, das ist super lecker. Das habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Früher. Meine Eltern haben es viel gemacht, als wir Kinder waren, haben wir riesen Schüsseln davon gemacht. Jedes Jahr. Und jetzt dachte ich, ach, das muss ich auch mal selber machen. Und, war es eine große Sauerei oder ging's? Eine große Sauerei würde ich nicht sagen. Was man nicht machen sollte, ist, wenn man in einem Topf frittiert, sich zu denken, oh, um die Hitze noch ein bisschen zu erhöhen, mache ich einen Deckel drauf. Ganz schlechte Idee. Auf einmal wurde es zwar ziemlich heiß, aber dann fing es an zu blubbern. Beinahe wäre mir der Deckel hochgeschossen. Ich habe zum Glück noch schnell genug reagiert und stand direkt daneben. Aber eine Ölexplosion musste ich nicht unbedingt verursachen. Hast du eine Kerze daneben gestellt wenigstens? Nee, die habe ich vergessen. Ja, verdammt. Bin froh, dass ich keinen Gasherd habe. Das hätte echt gefährlich werden können. Was hast du gerade gemacht in Stardew Valley? Bäume gefällt. Weil aus irgendeinem Grund hat es geleckt und der Fisch ist entkommen. Das würde ich jetzt auch behaupten. Ich würde sagen, die Leute können es bei mir sehen, aber ja. Können sie nicht. Das ist wohl nicht mehr. Tja. Aber wenn man so viel unterwegs ist, ist Aufnehmen halt scheiße. Das mag sein. Allerdings ist so viel unterwegs sein halt auch irgendwie cool und vielleicht auch cooler als Aufnehmen. Ja. Ich darf zum Beispiel nächstes Wochenende ein Ersatzrad für einen Rasenmäher selbst bauen. Ja, die Ersatzräder gibt es nicht mehr im Internet, deswegen muss ich mir irgendwas einfallen, dass das Ding wieder rollt. Sowas finde ich cool. Du folgst mir doch, glaube ich, auf Instagram, oder? Ich habe kein Instagram. Du hast Instagram, klar. Oder hast es nicht mehr, wenn dann. Aber du hattest mal Instagram. Nein. Hä? Das Bänder, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass ich deinen Namen mal da gelesen hätte. Okay, dann muss ich dir trotzdem den Link mal schicken, weil ich glaube, du kannst dir die Fotos trotzdem angucken. Ich habe neulich einfach einen Messergriff komplett selbst gestaltet, weil bei meiner Oma das eine Messer einfach total kaputt war. Und sie aber das so sehr mag, da habe ich einfach draußen Stück Ast genommen, was ich halt hinten in der Werkstatt gefunden habe und habe mir meinen eigenen Messergriff gebaut. Ja, bei mir hat sich halt das, bei dem anderen Lager, bei dem Plastikrad hat sich halt vom Rasenmäher das Lager ist rausgebrochen. So, ich habe zwar das Lager noch da, aber es ist halt nicht mehr am Rad und das wird auch nicht mehr richtig festzumachen sein. Na, dann ein Holzrad. Ich wollte gerade sagen, da werde ich mir ein Holzrad machen mit einer Aussparung und da drin das andere Lager dann versenken. Weil ich meine, natürlich, ein Holzrad läuft nicht so smooth. Es ist ein Rasenmäher. Eben, das wollte ich sagen. Solange das Lager gut läuft, ist das alles okay. Ich muss nur gucken, dass ich das Plastiklager irgendwie gut mit dem Holzrad verbinden lasse. Verbinden kann dann. Aber das werde ich schon hinkriegen. Ich finde es nervig, dass man hier nicht einfach die Fackel abstellen kann. Man kann hinter dieser blöden Kiste nicht einfach die Fackel abstellen. Tja. Okay, Bilanz bis jetzt, ein Steinfisch. Ja, die sind halt drei auch... Drei Glaswälse und eine Menge Algen. Die sind halt auch nicht so häufig. 25, da es lohnt sich jetzt nicht mehr, was zu kaufen für diese Season. Vielleicht würden wir noch Parsnips durch. Ne, bis zum 28. geht's nur noch, ne? Eben. Wir kriegen halt keine mehr durch. Wir hätten uns... Warte mal, hatten wir noch Seeds da? Nee, ne? Nee. Dann hätten wir eher denken müssen. So, wir haben auch keinerlei
Rohstoffe doch haben wir. Ich muss das jetzt aus den Kisten hier sortieren, die ich neulich einfach hier reingeschmissen habe. Und zwar kommst du da rein. Ui, du auch. Aber wir können, zumindest können wir Algensalat machen. Du Grüne und weiße Algen habe ich eine Menge. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob man daraus was machen kann. Aus den Algen? Mhm. Die kann man, glaube ich, nur essen. Mhm. Im Verkauf bringen die wahrscheinlich auch nicht viel. Nee. Zwei, glaube ich. Ein oder zwei, weiß ich nicht. Ja, das lohnt sich wirklich nicht. Oh Mensch, eine Joja-Cola. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das bringen wir mal zum Recycler. Alte Zeitung in den Recycler, passt. Und dadurch, dass wir das Krabbenfleisch für nichts anderes brauchen, werde ich die 52, die wir hier von dem, nicht Krabbenfleisch, Käferfleisch, die wir hier haben, auch nochmal zu Ködern verarbeiten. So. Wir haben jetzt nochmal 260 Köder mehr. Okay, das lohnt sich halt schon wirklich. Ja. Und ein zweiter Steinfisch. Super. Jetzt habe ich einen Silber und einen Gold. Naja. Ich komme zurück. So, morgen regnet es. Das heißt, ich kann morgen die Fische holen, die uns noch fehlen. Für den Frühling. Hast du die Fischreuse unten schon neu bestückt? Oder? Ich glaube ja. Okay, gut. Dann brauche ich das nicht nochmal machen. So. Ich lege dir mal hier in die Kiste vor meinem Haus 260 Köder rein. Mhm. Morgen ist Freitag. Wir gucken mal, eventuell gebe ich morgen 2.500 aus oder so. Ich guck mal, ob sie morgen. Wir müssen gucken, ob sie Kaffeebohnen Willst haben. Willst du das wirklich jetzt machen schon? Kaffeebohnen? Nein, Geld ausgeben. Wir brauchen das. Wir wollen noch wirklich viel Geld machen im Frühling oder so. Im Sommer. Ja, müssen wir gucken. Also, eine Kaffeebohne würde sich halt lohnen, weil sie sich super gut bezahlt macht. Aber Kaffeebohnen kommen wieder. Und jetzt brauchen wir das Geld erstmal für Saaten. Das stimmt. Gut. Hast du irgendwas verkauft heute? Lass dir schmecken, Suki. Ja, ich habe Fische reingeschmissen. Okay, gut. Holz ist 50% Mehrwert oder Sammler natürlich. Sammler. Okay, das hat sich schon gelohnt, darunter zu gehen. Ja, naja gut, die Steinfische, wenn es auch nur zwei sind, machen über die Hälfte des Geldes aus. Das lohnt sich schon. So, aber damit ist unsere Zeit für heute auch schon wieder zu Ende. Oh, wann geht's denn weiter? Morgen geht es weiter. Yay! Yay! Was machen wir morgen? Morgen werden wir angeln. Höchstwahrscheinlich die letzten Tage. Nee, gar nicht. 26, 27. Morgen werden wir doch noch den Frühling genießen. Murphy wird angeln gehen. Ich werde Holz hacken oder so, keine Ahnung. Irgendwas, was Sammeln hochtreibt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder. Schreibt was in die Kommentare. Schaut auf Twitter nach Livestreams vorbei. Schaut in den Livestreams vorbei. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao.